Aber dann sage ich schon mal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier mit dem Olli am Möhnesee. Ja, ich bin da. Was ja, nein, also, ich habe schon mal das Intro gemacht. So. So, und Olli und ich fahren jetzt nach Frönenberg. Fröndenberg. Ja, Fröndenberg. Und da steht ein Bismarckturm. Hiermit folge ich den Aufruf vom Mr. B, der die verschiedenen Bismarcktürme auf Video sehen möchte. So, wir haben gerade noch eine schöne Tour hier im Sauerland gemacht, waren auf einer Motorraddemo und es sieht gerade nicht so geil aus vom Wetter her. Ja, schnickschnack. Ja, wie nur Mückenpipi sein. Wir fahren da jetzt mitten durch. Genau. So zwischen den Wolken war nicht. Ja. So in etwa, ja. Wird nur ein paar Ausläufer sein. Oh, cooler R8. So, und zur Hintergrundgeschichte, Olli. Warum wurden die Bismarcktürme gebaut? Keine Ahnung, klär mich mal auf. Zu Ehren von Otto von Bismarck. Den Vogel kenne ich gar nicht. Der muss vor meiner Zeit gelebt haben. Natürlich. Aber Otto von Bismarck sagt dir doch was, oder nicht? Ja, natürlich. Reichskanzler. Richtig. Unter Kaiser Wilhelm den Ersten. Guck mal, was uns da entgegenkommt. Ist das ein Opel? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Volvo. Alter kleiner Volvo, ist ja süß. Ja, auch schon was Schönes für den Mr. B. Direkt Oldtimer hier. Der steht ja so auf Oldtimer, auf altes Blech. Ich auch. So, pass mal auf, jetzt machen wir was Verbotenes. Was denn? Ja, hey, machen wir denn nicht, die Strecke ist wieder auf. Dass ich das noch erleben darf, dass ich hier nochmal offiziell herfahren darf. Okay. Ach, das war jetzt anderthalb Jahre gesperrt, Matze. Boah. So, wer war Otto von Bismarck? Ja, wie gesagt, Reichskanzler unter Kaiser Wilhelm. Auf Otto von Bismarck ging die Sozialgesetzgebung. Guck mal hier, werden sie gelasert. Ja. Sprich, dass wir heute eine Krankenversicherung und eine Rentenversicherung haben, haben wir Otto von Bismarck zu verdanken. Ja, das war ein guter Kerl. So gut war er gar nicht. Naja, er hat zumindest nur eins was Gutes getan. Ne? Sagen wir es mal so, er hat ja auch die Sozialgesetzgebung nur durchgedrückt, weil er die Sozialdemokraten hasste. Ja. Er hasste die Sozialdemokraten. Er regierte sozusagen mit Zuckerbrot und Peitsche. Auch das machen heute dann noch einige. Das stimmt. Allerdings wurde Otto von Bismarck halt noch so lange so ziemlich verehrt, dass halt ihm zu Ehren die Bismarcktürme gebaut wurden. Und zwar mit... Finde ich eigentlich ganz gut, weil sonst hätten wir keine Bismarcktürme. Genau. Und hauptsächlich über Spendengeldern aus dem Volk. Aha, ich wusste, da ist Haken an der Sache. Ja, ja, genau. Ja, wirklich, das Volk hat freiwillig gespendet, um diese Türme zu bauen. Okay. Aber was haben die Türme für einen Zweck gehabt? Die Türme haben teilweise noch eine Feuerschale und zu bestimmten Anlässen wurden auf den Türmen Feuer entfacht. Der in Fröndenberg, die Feuerschale ist demontiert worden. Das ist richtig. Ja, während der Restauration in den 2000er Jahren, was ich so gelesen habe. Ja, das ist richtig, leider. Ja, leider. Weil ich als Berufsbüromane finde sowas natürlich immer schade, wenn man Feuerschalen abbaut. ja, das hätte man sicherlich auch erhalten können. Ja. Aber da spielt das Leben wieder eine Rolle. Da ist eine Feuerschalenattrappe sozusagen drauf, was ich so gesehen habe.
Also die richtige originale Feuerschale ist entfernt. Hier für diesen Krampf hier an dem Berg hier, diese komischen. Da haben sie jetzt anderthalb Jahre für gebraucht. Ja, man muss ja auch gucken, was locker ist und was nicht. Da sind sie immer noch zu lang. Ich glaube, mein Holzbein kriegt Äste. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und im Ruhrgebiet gibt es noch so einige Bismarcktürme. Aber ich bin jetzt hier gerade zufällig in der Nähe und ich habe mir gedacht, für das Video, für den Mr. B fährst du noch mal eben dran vorbei. Genau. Oh, Mr. B, weißt du Bescheid, ne? Genau. Olli, Bitte? Oh. Ja, schön. Hast du gesehen? Ja, ja, genau. Ey, da hat der Mr. B aber richtig Glück, da kommen einige Oldtimer zusammen heute. Oh, yes. Ja, vor allen Dingen hier am Möhnesee sieht man so einige Oldtimer immer rumfahren. Ja. Ist ja auch schön hier. Genau. Weißt du, warum sie den Bismarck-Tour da gebaut haben? Nein. Das ist da die höchste Erhebung und du hast einen richtig schönen Blick über Unna. Ah, okay. Also in Iserlohn gibt es auch einen Bismarckturm, aber da kannst du nur zu Fuß hin. Oder wenn keiner guckt, auch mit dem Moped, darfst du aber nie erwischen lassen. Ja, und da haben wir halt Glück. Der Bismarckturm ist mit Moped wunderbar zu erreichen. Wo ist das? Oh, jetzt haben wir schon wieder so eine Schlaftablette davor. Ich glaube, ich penne. Naja, ist halt so. Was ist los mit den Leuten? Wer war das? Ja, keine Ahnung, aber man kann doch mal grüßen. Ich meine, in Bochum und in Essen ist auch noch ein Bismarckturm. Da stehen auch noch zwei Bismarcktürme. Da kannst du ja am Rückweg noch vorbei. Ah, nee, ist mir zu weit. Nee, beziehungsweise nur ein Umweg. Also da, im Ruhrgebiet stehen ein paar von den Dingern rum. Für die genaue Einführung verlinke ich hier oben unter dem i das Video noch vom Mr. B. Der erklärt auch ein paar andere Details dazu. Das ist jetzt gerade ein Spontan-Video. Ich hatte mich da auch schon mal ein bisschen mehr eingelesen. Allerdings habe ich weitere Details vergessen. Ja, du weißt ja schon mal mehr als ich. Ja. Bezüglich der Bismarcktürme. Ja. Ein bisschen informiert. Ein bisschen ist ja hängen geblieben, aber ich habe jetzt einiges vergessen. Ist ja ein Spontan-Video jetzt gerade. Genau. So, das war schon mal lecker Abendessen heute. Jo, schön lecker Currywurst, du hattest Frikadelle mit der Pommes. Yes. Sehr lecker. Ja, und Pommes mit Jägersoße schmeckt sogar sehr lecker. Jupp. Yep. Vor allem mit der Jägersoße, da sind wir jetzt ganze Pilze drin. Da kommt was Dunkles von links. Oh, ja. Nee, das, aber wir fahren zwischendurch. Ja. Diese links und rechts ist auch dunkel. Und wir fahren jetzt genau. Und wir fahren jetzt genau zwischendurch. Ich hoffe, die Wolken wissen das auch. Ja, für mich ist es nicht so schlimm. Ich bin gleich zu Hause und kann meine Sachen ausziehen. Aber du hast noch ein paar Meter vor. Ich hab noch eine Regenkombi. Okay. So. Hier sind wir am Bismarckturm von Fründenberg, hier in Unna. Leider kommen wir gerade nicht hoch, weil der ist geschlossen. Wir sind leider zu spät, ne Olli? Ja. Ja, gehen wir mal eben zur Infotafel. So, hier stehen die Infos. Bismarckturm Unna Fründenberg wurde am 18. Oktober 1900 eingeweiht. Kosten
33.000 Reichsmark wurde von den Bürgern gesammelt, wie ich gesagt habe. Der Bismarckturm hier auf der Wilhelmshöhe, so heißt das hier, steht auf der höchsten Erhebung 214 Meter zwischen dem Hellweg bei Unna und dem Ruhrtal. Der Turm ist 19,4 Meter hoch und besteht aus Quadern der mittelalterlichen Stadtmauer vom Hertinger Tor aus Unna und Sandstein aus den Steinbrüchen von Frömen. 1987 wurde der Turm saniert und der Feuerkorb entfernt. Heute eine Aussichtsplattform und der Bismarckturm wurde auf Initiative des Bismarckturmvereins Unna zur Nutzbarmachung des Aussichtsturms auf der Friedrichs-Wilhelms-Höhe hier 2008 mit Hilfe der NRW-Stiftung der Stadt Unna und Eigenleistung des Vereins saniert und am 28. März 2009 wieder eröffnet und zugänglich gemacht. So, gehen wir doch mal da oben hin. Wie gesagt, ist jetzt leider geschlossen. Wie man sieht, wenn man hier hin möchte und sich den Turm mal von innen angucken möchte, steht da vorne jeden Sonntag und an Feiertagen Anfang April bis Ende September 11 bis 15 Uhr kann man da hoch. Und ansonsten wird man bei besserem Wetter mit einer schönen Aussicht belohnt. Wenn man mal hier so guckt. Ja gut, jetzt ist halt leider ein bisschen schlechtes Wetter, ist ein bisschen diesig. Es ist auch ein bisschen am Regnen, aber die Aussicht, schaut euch mal die Aussicht an. An sich wunderschön. Wäre die Sicht besser, oder Olli? Ja, da kommt richtig Regen jetzt. Ja, da kommt jetzt richtig Regen. Ja gut, wir haben ein bisschen Glück. Da vorne regnet es, da hinten regnet es. Hier nur so ganz leicht. Wir müssen in die Richtung, wo es auch regnet. Ah, stimmt, wir müssen ja nach Iserlohn, ne? Ja. Ja, aber egal, wir verabschieden uns jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, will ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Auf Wiedersehen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt oder von mir, abonniert mich. Fragen, Anregungen, Kritik unten rein in die Kommentare. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.